So, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde des gepflegten Motorsports. Ich melde mich hier mal kurz aus anderer Perspektive. Und zwar stehe ich hier vor Pascal und seinem Seat Leon Cupra 300. Das ist mal ein etwas anderes Fahrzeug, muss man schon sagen. Hat, ich sag mal, also mich mal auch kurz mal sieht, hat was Außergewöhnliches. Ich glaube, ihr wisst auch schon, auf was ich hinaus möchte. Es ist natürlich die, ja, nicht gerade dezente, aber dennoch sehr geschmackvolle Folierung. Und ja, ich bin ja, wie ihr wisst, eigentlich nicht so der Freund von Folierungen, also zumindest nicht von auffälligen Folierungen, aber das, meine Freunde, schaut schon richtig, richtig cool aus. Und man muss ja auch sagen, dass es hier auch einen absoluten Sinn hat. Ja, Pascal, was ist nochmal genau von dieser Folie, von dieser Folierung der Sinn gewesen? Also für was steht das nochmal? Das ist so ein altes Kampfflugzeug, glaube ich, ne? Genau, also wie gesagt, die Mischung war, oder der Gedanke war, eine Mischung aus einem deutschen Flugzeug, einem Messerschmitt, jawohl, und einem spanischen Design zu machen. Jawohl. Einfach um, ich sag mal, vielleicht ein bisschen die Kooperation zwischen VW und Seat halt eben zu symbolisieren. Ach ja, okay, so genau, könnte perfekt. Man das ungefähr sagen. Perfekt, macht Sinn. Und ich denke mal, das Design ist so auf jeden Fall einzigartig und definitiv gewagt. So kann absolut, man sagen, absolut. Weil verstecken ist mit dem Design definitiv nicht. Das stimmt, ja. Undercover ist nicht, nee, richtig. Das kann man da definitiv vergessen. Also da fällt man wirklich auch wie ein bunter Hund. Das stimmt, ja. Nee, also es ist wirklich, also bunt ist ja hier auch Programm. Einmal haben wir hier Leon stehen. Ja, was stand da original vorher? Im Design oder? Ja, also Leon, das hast du ja irgendwie kopiert von so einem. Genau, die Originalvorlage war von einer Heinkel HE112. Okay. Das war ein rein fiktives Design, was es so offiziell natürlich nie gab. Ja. Und dieses Leon, also ich fange mal so an. Das Design soll, wie gesagt, diese Zusammenarbeit zwischen VW und Seat symbolisieren. Ja. Und das Originale, zum Beispiel dieser violette Schriftzug an der Seite, ja, das wäre dann im Originalen ein Victory gewesen. Ach ja, okay. Aha. Und nachdem der Leon, sag mal, ja eher, sag mal, so dieser Underdog ist, den man nicht unbedingt immer gleich auf dem Schirm hat, ist er eher der Jäger. Aha. Und das Cazador heißt auf Spanisch Jäger. Jäger, okay. Ja. Super. Und dann, sag mal, die nette Lady auf der Seite. Ja? Das ist natürlich ein wer ist das denn? Die Leonie? Ja, das ist quasi die Leonie, ja. Okay, das jawohl. Das ist gar nicht so schlecht. Jawohl, passt, oder? Ja, geil, ja. Ja, passt. Leonie. Genau, 01. Nachdem es ein Leon ist, müssen natürlich auch eine Löwin da drauf. Ganz klar, ja, ganz klar. Ja. Leitfigur. Okay, und man sieht auch, du legst viel Wert auf Pflege. Ja. Ich glaube, das ist jetzt eine Folierung. Da sieht man wahrscheinlich den Dreck nicht ganz so arg. Ja, spart ja quasi Geld durch Folieren. Genau, aber auf den Felgen. Ne? Da muss natürlich immer geputzt werden. Ist da offen gerade? Ja. Weil ich würde den Leuten gerne kurz mal vorneweg, Leute, wir drehen jetzt auch gleich noch eine Runde. Ihr werdet auch noch gleich ein paar Fahreindrücke gewinnen können und vor allen Dingen den Klang hören, weil der ist klangtechnisch nicht ganz Serie. Und klingt verdammt gut. Also ich war echt übertrieben positiv überrascht, als ich den Klang gehört habe. Und auch hier vom Innenraum. Also allgemein, man kennt ja, ich sag mal, die Cupra, ja, die sind sowieso ja relativ sportlich. Das ist halt alles, ja, so Volkswagen-Niveau natürlich. Also alles schon relativ hochwertig für einen kleinen Wagen. Und hier hat er aber nachgeholfen mit so einem Carbon-Lenkrad. Ja, also hier Teilcarbon-Lenkrad. Richtig geil, erinnert mich auch so ein bisschen an beispielsweise die AMG-Modelle, die aktuellen. Da kann man das ja auch ab Werk quasi ausrüsten lassen. Sieht sehr, sehr geil aus. Auch hier im Innenraum noch ganz viel Carbon nachgerüstet. Ne? Und ja, vorher war der übrigens mal blau. Blau. Davon ist nicht mehr viel übrig. Und ja, dann würde ich sagen, du wäschst jetzt einfach mal eine Runde. Richtig. Und danach machen wir ein bisschen Sound. Ja, du kannst ja dann mal da vorne kurz eine Runde drehen und dann nimmst du mich mal mit. Ne? Ich bin ja schon mitgefahren vor ein paar Wochen, genau. Und jetzt habe ich gesagt, heute machen wir mal ein Video dazu, weil ich glaube, dass es gerade für die jungen Leute relativ interessant ist, weil ich sag mal, so ein Cupra, ja, jetzt gibt es ja eigentlich nicht mehr den Seat Leon Cupra, sondern Cupra, das ist dann ja quasi, gehört noch zu Seat, aber es ist wie eine eigenständige Marke, ne? Kann man so sagen, genau. Wie AMG bei Mercedes oder RS bei Audi. Genau, also ja. Quasi das Grundmodell ist immer noch gleich,
Aber es genau. Sind eigenständige Modelle, sag mal, in Zukunft dann von Cooper selber kommen. Super. Wenn ihr da Fragen habt, also ihr dürft mir natürlich auch gerne auf Instagram folgen, aber auch gerne mal beim Pascal vorbeischauen, weil der kennt sich bombastisch gut aus, was das Thema Verhaltungen zehrt und Leon und Cupra und so weiter und so fort angeht. Und dürft ihm auch gerne mal folgen oder vorbeischauen auf dem Profil. Und dann würde ich sagen, gerade für die jungen Leute, so ein Auto ist schon, glaube ich, eine Macht. Preis-Leistung. Ne? Preis-Leistung, geiles Einstiegsfahrzeug und trotzdem hat man schon ordentlich Power, geile Optik und Klang. Also zumindest sehr viel Potenzial, was Klang angeht. Definitiv. Und jetzt legt er mal los mit dem Waschen und wir steigen gleich dazu. Das ist dann wahrscheinlich der Inbegriff des, ja, so liebevoll genannten DSG-Furzens. Mein Ohr. Alter, ist das laut. Das ist schon, also für einen Seat Leon Cupra, ist es schon ordentlich. Ihr fragt euch jetzt bestimmt schon, was da für eine Abgasanlage verbaut ist. Und ja, ich hüpfe jetzt mal rein und dann erzählen wir es euch. Doch noch nicht. Er konnte jetzt gerade nicht anhalten, war hinter ihm Auto. Aber er nimmt mich gleich mit. Im Seat Leon Cupra 300 vom guten Pascal und wir haben hier jetzt was für eine Abgasanlage verbaut, weil ich glaube, das könnte das sein, was die Leute mit am meisten interessiert. Also verbaut ist eine 3,5 Zoll E-Exhaust Silence, wobei Silence Silence ist, passt nicht. Okay. Das Silence ist, glaube ich, nur so das Pseudonym. Nein, der Vorteil ist bei der Anlage, das ist eine EWG-Zulassung, das heißt, die Anlage ist komplett eintragungsfrei. Das heißt, man hat sagen wir, die Papiere im Handschuhfach, braucht nichts in den Schein reinschreiben, man braucht nichts zur Zulassungsstelle, man hat keine Probleme mit der Polizei. Das ist geil. Weil das ist ja, sag mal, gerade in der Szene, wo wir uns bewegen, ne, mit Tuning und so weiter, momentan ist man ja sehr immer schwierig. Mit einem Bein im Gefängnis so gefühlt. Genau. Ne? Ja. Und wie gesagt, die Anlage ist so komplett eintragungsfrei. Das heißt, 3,5 Zoll Upcut. Hier machen wir ein bisschen GTA, fahren wir noch auf hier und springen rüber über den Laster. Er steht leider im Weg. Der Glück. Okay, also komplett eintragungsfrei. Kann man so eigentlich fast Geld glauben, wenn man das hört? Warum ist das so? Wahrscheinlich wegen der Klappensteuerung, oder? Richtig, genau. Wir haben halt eine Klappensteuerung, die über die Fahrprofilauswahl steuerbar ist. Okay. In dem Fall ist jetzt momentan mein Individualmodus an. Ja. Wobei das Ganze jetzt Vorführeffekt ist. Normalerweise ist die Klappe zwischen 20 und 80 km geschlossen. Okay. Das heißt, wir könnten sowas hier nicht machen. Okay, also gut. Dann, dass ihr Bescheid wisst, das ist jetzt hier der Vorführeffekt fürs Video. Das bedeutet, normal fährst du jetzt nicht ständig so durch die Gegend. Genau, normalerweise ist das Ganze so. Okay, also Klappe geschlossen, ganz entspannt, geht erst auf, ab. 80. Ab 80 km/h. Genau. Okay. Und deshalb heißt die ganze Anlage auch Silence, weil man hört nichts mehr. Ist nicht schlecht. Die Anlage ist, ich sag mal, so
ungefähr 6 bis 7 Dezibel leiser als die originale Anlage. Echt? Als die originale ab Werk verbaute Anlage. Das heißt, Klappe zu ist wirklich Stille. Mhm. Und das ist halt gerade, sag mal. Jetzt ist Klappe zu. Jetzt ist Klappe zu. Und jetzt geht gleich krass, Klappe auf. Ich dachte gerade, dass der Start-Stopp-Modus an war und einfach der Motor ausgegangen ist. So leise war das gerade. Ja, und dann hört man jetzt, die Klappe wird über eine Zeit gesteuert. Mhm. Und ich sag mal, nach ein paar Sekunden geht die Klappe dann, sag mal, sobald 20 km/h überschritten sind, wieder zu. Nicht schlecht. Und damit ist die ganze Anlage auch einschränkungsfrei. Geil. Also, das ist schon Wahnsinn, dass es, ich sag mal, ja. Diese Spreizung. Ne? Die Spreizung also, ist wirklich immens. Du bist ja auch damals mit dem C43 AMG von mir mal mitgefahren. Richtig. Da ist es ja auch, ich sag mal, so ähnlich. Ja? Da hast du ja auch im Sport Plus Modus ist es schon, sag mal, sehr laut. Ja. Und im Komfort Modus oder wenn einfach die Klappen geschlossen sind, sehr leise. Aber ich würde mal behaupten, dass hier die Spreizung noch extremer ist. Heißt, Klappe geöffnet, noch lauter. Klappe geschlossen, noch leiser. Also es ist wirklich, ja. Man hört es ja selbst beim Beschleunigen jetzt. Man hört echt fast nichts, nur so ein bisschen ja, die Turbos pfeifen. Ne? Sonst. Erzähl doch mal kurz was zum Motor. Das ist ja hier ein Cupra 300, also richtig, 300 PS. Genau. Ne? Serienmäßig? Genau, Serie 300 PS, 318 Newtonmeter Angabe. Mhm. Verbaut ist ganz normal wie im S3, Golf R, ein 2 Liter TFSI Motor. Ist dasselbe Motor wie im TTS auch wahrscheinlich, ne? Richtig, genau. GTI. Genau. Das GTI, anderer Lader, aber selbe Basis. Richtig, die Grundbasis ist genau die gleiche. Mhm. Und sagen wir, Potenzial haben die Motoren ohne Ende. Also wie gesagt, der Klaus von Orlitzki, der ist ja da. Grüße an dich, lieber Klaus. Genau. Kumpel von ihm, der fährt ja auch einen Cupra. Genau, ja. Und der fährt momentan, Dennis, glaube ich, genau, der Dennis, der fährt jetzt momentan knapp 400 PS. Okay. Also es ist schon, Potenzial ist auf jeden Fall da. Also das muss man wirklich sagen. Ne? Und deshalb ist auch dieses ganze Preis-Leistungs-Verhältnis, was man hat für ein Auto, sagen wir mit der Leistung, mit 300 PS. Ja. Und ich sag mal, für ein wirklich überschaubares Geld, das heißt, man kriegt ja die Autos gebraucht wirklich für 25.000 Euro oder ab 25.000 Euro. Okay. Da muss man erstmal irgendwas anderes Alternatives hinstellen, das stimmt, dass ja die Fahrleistungen hat und das auch stimmt, die Ausstattung. Ja. Und da auch an der Stelle, gerade für junge Leute, es ist ein gutes Einsteigerfahrzeug und wenn sich von euch jemand für Leasing interessiert, ich werde auch hier, genauso wie natürlich unsere Instagram-Profile etc., in der Videobeschreibung den Link dazu reinpacken, wenn sich jemand für Leasing interessiert. Für den Cupra gibt es immer sehr, sehr gute Leasing-Angebote. Also schaut mal auf den Link. Ihr könnt die Fahrzeuge gerne auch einfach mal anfragen. Das haben schon Dutzende von Leuten gemacht, die dann auch positives Feedback gegeben haben, dass es alles reibungslos funktioniert hat. So viel, ich glaube, 250 Euro im Monat oder so, ohne Anzahlung. Manchmal, ja. Also teilweise Cupra sogar weniger. Wie er gerade ganz lieb gewartet hat, bis ich endlich die Fresse halte, dass er Gas geben kann. Jawohl. Nee, also Cupra, wie gesagt, geiles Teil. Auch der Cupra Ateca, ne, der neue, oh ja, dieser kleine SUV, auch ein geiles Teil. Klein, auch, also klein, ich meine, ja, also es ist die Tiguan-Basis, ne? Auf jeden Fall, aber ein mega geiles Auto. Super. Extrem entspannt zu fahren. Und auch 300 PS, ne? Und 300 PS. Und kostet im Leasing, glaube ich, 270 Euro brutto. Ja. Und habe ich letztens gesehen. Schaut da einfach mal vorbei auf leasingmarkt.de, unten in der Videobeschreibung. Da kommt ihr direkt zu diesen Fahrzeugen. Kann man nichts falsch machen. Definitiv nicht. Sehr wie cool gesagt, ich fahre jetzt seit über 53.000 aufgerundet. 53.000 Kilometer. Ja. Und ich habe noch nicht ein einziges Mal ein Problem mit dem Auto gehabt. Noch nie. Das hat mich noch nie hängen lassen. Und das ist halt wirklich auf jeden Fall dafür. Man sagt ja immer so, ne, weil wir gerade hier, da steht da der Ateca. Ach ja, hier haben wir ihn, sehr geil, wirklich geil. Noch einer? Noch einer. Gibt es auch in geilen Farben, ne? Also ja, dieses Blau und dieses Rot gefällt mir auch richtig gut. Und wie gesagt, weil man ja immer so drüber schimpft, ja, VW und Qualität und Motoren und immer so eine Sache, kann ich nicht bestätigen. Null. Ja. Also ich bin top zufrieden, das Auto. Okay. Sobald es warm ist, kriegt es die Sporen und okay, das macht das Auto problemlos mit. Sehr wirklich gut. Sehr schön. Ja, jetzt bin ich ja auch quasi, wie sagt man so schön, in den VAG-Konzern eingetreten. Sozusagen. Mit meinem ersten Audi, ja. Jetzt habe ich ja BMW, Mercedes und Audi daheim stehen. Also immer die Qual der Wahl jeden Tag. Aber der Audi, der
der macht schon ganz schön Radau. Ne? Da machen wir ja demnächst, haben wir gesagt, Zeiten messen, ja, wollen wir. Ne? Erstmal Zeiten. Und an dieser Stelle, also das Video kommt mit Sicherheit auch bald. Audi S8 Plus Zeiten messen. Wir werden auch hier mal nochmal Zeiten messen. Okay, da machen wir auch ein Video, gerne, dazu. Und wenn ihr Bock habt, der Pascal hat es mir vorhin netterweise schon angeboten, wenn ihr Bock habt, dass ich diesen Cupra mal teste, fahren darf, dann haut es in die Kommentare. Ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Ich auch. Dann machen wir da mal ein separates Video. Weil ich hocke nämlich auch nicht so oft auf dem Beifahrersitz. Genau, ist, so immer, viele ist Leute, immer ein komplett anderes Feeling. Kann das auch. Und so viele Leute dürfen mein Auto nicht fahren. Jawohl. Also das ist wirklich ein Privileg. Das ist auf jeden Fall mega die Ehre. Ich glaube, das sind viele auch so, die sagen, na, ja, das ist mein Auto, da dürfen dann nur bestimmte Personen, ja, 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 mitfahren, okay, oder niemand sogar. Also okay, da gibt es, okay, ja wirklich... Das ist auf jeden Fall eine Ehre, Hut ab davor. Allein, gerne, schon dafür... Gebt einen Daumen nach oben, meine Freunde, für dieses Video, wenn es euch gefallen hat, wenn euch das Auto gefällt. Feedback, wie gesagt, auch in die Kommentare zur Folierung, zum Auto, zum Klang und zum lieben Pascal. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Machen wir. Mir hat es gefallen, hat wir Spaß gemacht. Wir sehen uns ja dann eh wieder. Genau, danke für die Mitfahrt nochmal. Gerne. Ich muss jetzt dann auch wieder weiter. Ich muss jetzt in meinen Panzer umsteigen. Das ist ja ein Schwergewicht im Vergleich zu dem wahrscheinlich. Aber das ist halt ein sehr schneller Panzer. Das ist da richtig. Man, genau. Da muss man schon den Hut vorziehen, ja. Ja, doch, schnell ist er auf jeden Fall, das stimmt. Aber noch nicht so laut, wie ich ihn kenne. Also, da kümmert sich der Klaus dann drum. Da kümmert sich der Klaus dann drum. Okay, also, danke fürs Einschalten. Kommentieren nicht vergessen. Gerne auch abonnieren, Daumen nach oben geben. Macht's gut. Bis bald. Und ciao.